Chat. Das ist ja immer ganz wichtig. Auch meinerseits noch einmal Dank an den Wirt. Und vielen Dank fürs Kommen, Thorsten Schulte. Ich mache ja fast jeden Abend mindestens eine Veranstaltung zurzeit und das ist ja nun mal die ganz heiße Wahlkampfphase. Es ist ein bisschen anders heute Abend, weil ich weiß, dass Sie nicht nur für rein politische Themen gekommen sind und auch nicht wegen mir alleine, nicht wegen der Botschaften, sondern natürlich auch und vor allem wegen unserem Hauptredner Thorsten Schulte. Insofern, Sie müssen keine Sorgen haben, ich fasse mich heute kürzer als sonst, aber ja, eine saubere Einleitung und Vorstellung verdient sowohl der Thorsten Schulte, den ich schon lange kenne und deshalb darauf bestanden habe, dass ich selbst die Vorstellung mache, und natürlich auch sein neuestes Oeuvre, dieses Oeuvre, sein Werk. Ja? Und Sie werden merken, sehr vieles von dem, was wir auch in unseren eigenen Veranstaltungen wahlkampftechnisch zurzeit bringen, ist in diesem Werk durchaus direkt drin. Das ist kein Zufall. Er hat natürlich nicht als Wahlkampfhilfe für uns geschrieben. Aber es sind nun mal die drängenden Themen Deutschlands. Wir kommen gleich noch ausführlich dazu, aber selbstsicher auch. Also es ist auch kein Edelmetallabend. Wir waren schon öfter zusammen auf der Bühne, wenn es jetzt auch schon eine Weile her ist, Thorsten. Ich glaube, es ist mindestens 3-4 Jahre her und vor 10 Jahren schon. Also schon länger nicht mehr. Es waren immer politische Abende. Wer ist mit Edelmetallen beschäftigt? Und ich war ja nicht lange so eine Art Pendant im Goldbereich zu dem, was der Silber ist. Wer sich damit beschäftigt und mit Wirtschaftsfragen in diesem Gutgeldbereich, kommt automatisch zu wirtschaftspolitischen Fragen und automatisch zu gesellschaftspolitischen Fragen. Das war schon vor 10 Jahren bei uns so, ganz ehrlich, das war schon vor 100 Jahren so. Gold war schon immer ein politisches Metall, Silber ebenso. Thorsten wird sicher heute Abend auch in die Richtung einiges erzählen. Ich mache das bei anderer Gelegenheit auch, heute allerdings nicht. Ja, Thorsten ist nicht irgendwer. Er ist wirklich sehr bekannt und wirkmächtig. Das ist ein Interview, was der Smart Investor vor 8 Wochen, glaube ich, mit dir geführt hat, Thorsten. Den Euro zusammenhalten kostet es, was es wolle. Darüber können wir euch jetzt schon Abend füllen mit diesem Thema. Ich zitiere jetzt mal nur, wie er angekündigt wurde im Smart Investor. Der Silberjunge, der zugleich als Newsletter-Herausgeber, Buchautor, Videoproduzent und sich als Vorsitzender des Vereins Pro Bargeld, Pro Freiheit betätigt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vorsitzender des Vereins Pro Bargeld, Pro Freiheit. Das ist auch unser Thema. Der hängt bestimmt da irgendwo im Raum. Selbst kämpfen für das Bargeld, für den Erhalt des Bargelds. Alles Weide und ich und andere haben die Initiative Bargeld lacht ins Leben gerufen. Wir unterstützen auch überparteilich in diesem Fall andere Initiativen. Ich vermute, Thorsten kommt in seinem Vortrag noch darauf zu sprechen. Es ist ein unendlich wichtiges Thema, auch wenn es nicht alle in allen Facetten verstehen. Und natürlich hat es einen wirtschaftsökonomischen Hintergrund, die Nullzinsschwelle nach unten zu unterschreiten. Das geht nur, wenn man uns das Bargeld wegnimmt. Aber die Folgen sind dramatisch im wirtschaftspolitischen Bereich und eben auch im Überwachungsbereich, im gesellschaftspolitischen Bereich. Das ist einer der vielen Punkte, wo man automatisch aus der Ökonomie rauskommt in die Gesellschaftspolitik. Und Thorsten ist immer an diesen Punkten dran. In seinem Buch hat er ganz viele dieser Sünden gegen die Marktwirtschaft aufgezählt. Dieses antidemokratischen Gebarens, dieser Rechtsbrüche. Zur Wirkungsmacht vielleicht, Thorsten, du hast ein Video aufgenommen, ich meine Anfang dieses Jahres, Merkels Rechtsbrüche. Das hat er eigentlich einfach gemacht, weil es raus musste, das kann ich glaube ich wirklich so sagen. Und es ist 1,3 Millionen Mal abgerufen worden im Internet. Das ist die Wirkmacht des Internets. Ohne dieses Internet, ohne die Vorarbeit, die Thorsten 10, 15 Jahre gemacht hat, ich auch viele, viele andere, hätte die AfD überhaupt nicht gegründet werden können. Das war eine der Säulen, der Erfolgssäule. Wir brauchen die auch weiterhin. Man sieht ja, dass uns bei allem, was irgendwie positiv ausgelegt werden kann, die Presse ausblendet und wir eigentlich nur zur Überlebensgröße aufgeblasen werden, wenn gerade mal irgendwas vermeintlich Falsches aus unserem Mündern kommt. Ja, achso, und ganz aktuell, ich weiß gar nicht, ob du das selbst schon weißt, Thorsten, ich habe gerade reingeschaut. Du stehst mit diesem Buch seit wenigen Stunden auf Platz 1 der Amazon Bestsellerliste. Hallo! Also herzlichen Glückwunsch dafür, wenn man weiß, wie du gekämpft wurdest.
wie der größte, ich glaube, der größte deutsche Großhändler, Italia, Buchverlag, ihn ausblendet, dieses Buch gar nicht listet, obwohl es Spiegel-Bestseller schon seit Wochen ist. Jetzt Amazon von 2 auf 1 auch noch gerutscht. In der Bild-Zeitung bist du, glaube ich, auch ausselektiert worden. Trotzdem, es verkauft sich auf dem direkten Wege, das ist nun mal Amazon, weil es eben auch online ist, auch so ein Beispiel. Online geht, offline werden wir boykottiert, wo es irgendwie geht. Das gilt auch für die Buchautoren und nicht nur für die AfD. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Das ist toll. Jetzt muss ich mal schauen. Die Maus nicht funktioniert, mir mal die nächste Folie geben, bitte. Nein, geht nicht. Danke. So, also wundern Sie sich nicht, wir machen keine Zeitreise 7 Jahre zurück. Aber ich konnte es mir heute mal einfach machen. Das war 2010 im Juni. Da haben wir wirklich einen langen gemeinsamen Weg. Und ich hatte Thorsten damals schon mal vorgestellt, vor 7 Jahren. Und es war damals tatsächlich ein reiner Edelmetallabend. Sie werden gleich sehen, wir hatten gute Laune, weil wir antizipiert haben, dass damals der Gold- und Silberpreis steigen würde, was er dann auch kurz danach getan hat, nach Juni 2010, und zwar dramatisch. Nächste Folie, bitte. Und ich habe eigentlich an dieser Vorstellungsfolie von Thorsten überhaupt nichts verändern müssen. Das ist nun mal sein Leben, da kann er auch nichts mehr dran ändern. Geboren 1973 in Hamm in Westfalen. Westfälischer Junge. Das Einzige, was ich hier ergänzt habe, ist, er war natürlich seit 1988 in der CDU, damals schon, ist aber, weil er es nun wirklich mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte, an dem Punkt, an dem nun wirklich der Rechtsbruch von Merkel existenziell gefährlich für dieses Land wurde, ausgetreten, wenn ich es richtig rechne, nach 2015, nach 27 Jahren CDU. Stimmt das? 26 Jahre CDU. Das ist ein Wort. Herr Lucke hat es noch etwas länger durchgehalten damals, Thorsten. Professor Lucke hat es damals noch etwas länger durchgehalten, er war 33 Jahre in der CDU. Aber auch Herr Gauland war, glaube ich, 40 Jahre in der CDU. Du hast da etwas schneller geschaltet, aber die Zeiten sind einfach danach. Es ist unerträglich und es ist natürlich kein Zufall, dass er im September 2015 ausgetreten ist. Das seitdem leben wir auch im gesellschaftspolitischen, migrationspolitischen Bereich eben Ausnahmezustand. Das ist absoluter Ausnahmezustand, es ist ein Notstand, wie es beim Euro schon seit 7 Jahren ist. Das fing damals gerade an, wir hatten das übrigens auch damals schon auf der Agenda, den Euro-Wahnsinn, obwohl es da ja gerade erst richtig anging mit der permanenten Euro-Rettung. Da ging das gerade los im April, Mai 2010. Seitdem wird der Euro jeden Tag gerettet. Ich habe das in dem Flyer, den ich auch außen nochmal ausgelegt habe, ganz klar dargelegt. Lassen Sie sich die Zahlen, so hässlich sie sind, auf der Zunge zergehen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das alles auszubreiten, aber nach meiner Rechnung, und ich verteidige diese Zahl, kostet uns die permanente Euro-Rettung in toto inzwischen über 2 Billionen Euro. Das sind Ihre Steuern von morgen. Das muss aufhören. Wir werden uns im Bundestag ganz klar dagegen aussprechen. Dieser Wahnsinn muss aufhören. 500 Milliarden Euro pro Jahr werden in die Rettung dieses wahnsinnigen Konstrukts, das ohnehin zusammenbrechen wird, reingesteckt. Aber ich schweife ab. Thorsten ist ein ausgebildeter Finanzfachmann, ausgebildeter Bankkaufmann, war bei Kupfer und Wessen, bei der Sparkasse, bei der DZ-Bank, damals sehr bekannt. Und er war dann, und das habe ich absichtlich damals schon in Klammer gesetzt, bei der HSH Nordbank. Thorsten, ich weiß nicht ganz genau, wie lange du warst. Ich glaube, du warst nicht so lange, weil du hast dir damals schon erlaubt, Kritik zu üben, wenn ich mich recht erinnere, an der etwas dubiosen Schiffsfinanzierung, wo die HSH Nordbank und viele andere overexposed waren, wie man so schön sagt, im Investmentbanker Jargon. Also jedenfalls viel zu viel auf dieser Seite. Und er hatte recht, heute noch leidet Hamburg und Schleswig-Holstein an diesen Ausbuchungen. Wir reden von Milliarden. Da werden ganze Jahressaläre ausgebucht, nur um diese Fehler, die damals nicht gemacht wurden, in dieser Zeit, als Thorsten Alarm geschlagen hat. Damals wurden die Fehler gemacht. Es war allen bekannt, genauso wie beim Euro 10 Jahre vorher. Die Warner waren da. Es hat nur niemand auf sie gehört. In Schleswig-Holstein und Hamburg, da können die Kollegen mal da oben fragen, die halten da auch Vorträge zu dem Thema, müssen Milliarden Abschreibungen machen. Das sind gigantische Summen für so kleine Stadtstaaten. Und die sind praktisch pleite. Da gehen mehrere Jahresbudgets drauf, um diese Scharte auszuwetzen. Die HSH Nordbank lebt noch, aber sie werden natürlich pleite. Die werden nur, es ist ein permanenter Bailout. Jetzt ganz aktuell, der läuft auch noch Jahre.
das ist das, was da passiert ist. Thorsten hatte recht, es hat keiner auf ihn gehört. Alles das Schicksal von vielen in dieser Warner damals. Und es ging dann gleich weiter, er ist dann weg von der HSA zu Volksbanken und dann zur Deutschen Bank abgeworben worden. Also eigentlich wollte man ihn haben, aber Dumme hat sich nicht verbiegen lassen. Er hat dann gleich wieder Alarm geschlagen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil das juristisch etwas heikel wäre. Aber ich weiß, dass er damals, korrigiere mich nachher, wenn ich was Falsches sage, ich weiß, dass er damals das Geschäftsgebaren der Deutschen Bank kritisiert hat. Und ich kann es jetzt nicht im Detail aufzeigen. Er hat sich, wenn ich es richtig weiß, am Ende dann verglichen, aber er hat ja auch da recht, ohne dass ich das jetzt genauer aufzähle, er hat letzten Endes damals schon gewarnt vor der aufkommenden Finanzkrise. Das war 2006, 7, 8, eigentlich 7. Es war also noch vor der Krise. Er hat also erkannt, Immobilienmarkt in den USA ist heiß gelaufen, infolge billigen Geldes, und er hat rechtzeitig gewarnt. Auch damals hat man nicht auf dich gehört, Thorsten, ihm auch niemand gehört hat, und man ist dann in die Finanzkrise reingerauscht, die einen langen Vorlauf hatte, die bis heute nicht repariert ist. Das ist der Punkt. Es wird ja immer heile Welt vorgestellt. Heute steht in der Süddeutschen Kerstin Gavinin, vielleicht sitzt ja irgendjemand, der auch SZ schreibt oder liest hier auch im Saal. Es ist unsäglich. Die schreibt, ohne rot zu werden, heute in der SZ, die Euro-Krise ist ja jetzt glücklich vorüber. Das muss man sich vorstellen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist so ungefähr das Niveau von der FAZ, die neulich ernsthaft geschrieben haben, Deutschland verdient an der Griechenland-Krise. Weil wir 950 Millionen Zinserlöse und Zinsgewinne pro Jahr hätten. Vorstellen, Zinsgewinne gibt es nicht. Es gibt Zinserlöse, von denen wir Finanzierungskosten abgezogen werden müssen. Und natürlich das Risiko abgezogen werden muss. Also das Risiko, dass dieses Kapital ausfällt. Und ich gebe Ihnen schriftlich, das Risiko, das allein der deutsche Steuerzahler gegenüber Griechenland hat, ist 100-mal größer als diese publiken 950 Millionen, die wir an Zinsgewinn laut FAZ haben. Garantiert gewinnt Deutschland nicht an der Griechenland-Rente. Das ist unsäglich, dass wir auch noch in diese moralische Schuld gebracht werden und auch diese 950 Millionen dann praktisch direkt zurücküberweisen. Wohlgemerkt, sie bleiben nicht in Griechenland, sondern gehen dann sofort wieder in internationale Gläubiger zurück. Das ist also alles. Also, Thorsten hat nicht auf dich gehört, 2007, 2008 hast du genug gehabt, hast dich selbstständig gemacht, seitdem bist du der Silberjunge, du hast einen Fokus auf Silber gelegt, aber natürlich nicht nur auf Fokus, sondern auf Silber. Er ist ein Makroökonomiker, ein Unabhängiger, wie sich das gehört. Und seit 2010, kann man glaube ich sagen, warnst du auch vor dem Wahnsinn der gesellschaftlichen Fehlentwicklung, die eben in diesem Buch beschrieben werden. Was mir ganz toll gefällt, ich bin fast durch, ist das Kapitel, und deshalb war ich gesagt zu kaufen, das Kapitel, welche Rechtsbrüche Merkel nur ganz genau begangen hat mit der mit der Öffnung der Grenzen, mit der Auflösung der Grenzen. Das ist es ja. Es ist unsäglich, was hier passiert, und Thorsten hat es einerseits lesbar, andererseits juristisch sauber und belastbar dargestellt. Das ist wertvoll, das ist wirklich wichtig. An dieser Stelle stand vor ungefähr eineinhalb Jahren Professor Schachtschneider im gleichen Raum, und hat das auch aufgezählt. Er ist zu sehr ähnlichen Ergebnissen gekommen wie du damals. Und der ist ja nun wirklich ausgewiesener Jurist. Ja. Er hat übrigens bei gleicher Stelle und bei dem gleichen Vortrag, also genau hier, erzählt, Deutschland wird das Recht auf Recht vorenthalten. Aus Recht auf Rechtsprechung. Denn genau wie beim Euro, bei der permanenten Euro-Rettung, wo uns das Bundesverfassungsgericht einfach die Rechtsprechung verweigert, ist es eben auch bei der Grenzauflösung. Es ist offensichtlich, dass hier Dublin II verletzt wird. Es ist offensichtlich, dass der Asylparagraf so gut wie nicht greift. Auch, dass auch die Genfer Flüchtlingskonvention massiv überbelastet wird und trotzdem gibt es keine Rechtsprechung. Diese Dinge waren nicht mal im Bundestag, das ist ein Riesenskandal. Und genauso war es auch bei der Grenzauflösung und bei der Euro-Rettung. Aber das will ich die Zeit mir heute nicht nehmen, da können Sie zu anderen Vorträgen von mir kommen und von vielen Kollegen. Hoffentlich auch bald im Bundestag. Die nächste Folie, bitte. Okay. Also, ein bisschen Reminiszenz muss sein. Das war also von dieser Veranstaltung von vor 7 Jahren. Es war ein fröhlicher Abend, weil wir, wie gesagt, schon wussten, dass wir bald viel reicher sein würden, zumindest in Euro nominiert, nicht in Unzen. Also das sind da drei echte Experten zum Thema Edelmetall damals schon. Und ja, aber auch damals waren es schon politische Abende. Auch damals, auch wenn wir guter Laune waren und natürlich noch ein bisschen jünger als heute.
es war ein politischer Amt, wenn man will. Und auch da, das ist jetzt von 2014, da werden Sie auch einige Leute kennen, hier ging es schwerpunktmäßig um mein Thema, heute unser Rolltreif, aber auch um andere Themen, war ein großer Kongress in Stuttgart organisiert und die Leute kennen Sie ja weitgehend, das ist Bruno Bandelet, das ist meine Wenigkeit, der Thorsten Schulte, der Mark Haber, der Ralf Bier vom Smart Investor, ein durch und durch politischer Mensch, und der Dimitri Speck. Alle sind einerseits Sachwert- und Edelmetallexperten, andererseits sind sie politisch tätig. In einer oder anderen. Es ist kein Zufall. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, muss auf die Geldpolitik kommen und der muss früher oder später zur Gesellschaftspolitik kommen. Und der wird, wenn er konsequent ist, wie Thorsten, dann irgendwann auch zum Freiheitskämpfer, zum Bargeldverteidiger, zum Verteidiger der Meinungsfreiheit. Ich bin sicher, du sprichst da nachher drüber. Also erstmal ein großes Chapeau an der Stelle vor Thorsten, auch wenn ich jetzt noch nicht ganz fertig bin. Super. Tut mir leid, das geht schon wieder nicht. Können wir bitte weiter klicken? Ja. Eins weiter, bitte. Ja, das klang schon an. Wir haben draußen noch ein Buch, das wir gemeinsam geschrieben haben, liegen. Aber eines könnten Sie kaufen und auch signieren lassen. Das gilt auch für alle anderen. Aber das Aktuellere ist natürlich dieses hier. Und Thorsten hat auch als Erstzeichner bei meiner eigenen Aktion Holt unser Goldheim mitgezeichnet. Auch dafür herzlichen Dank, Thorsten. Das war damals 2011 auch sehr wichtig. Nächste Folie, bitte. Ja, heute sind wir halt noch weiter. Die Zeiten werden noch politischer. Und deshalb ist es auch nur logisch, dass sich Thorsten eben nicht auf die reine Anlageberatung zurückzieht, obwohl er das tun könnte. Er macht das sehr erfolgreich mit sehr reichen Leuten, mit sehr Vermögenden. Er könnte das sein lassen, aber nein, er bewegt sich im politischen Bereich und er wird sich noch mehr im politischen Bereich bewegen. Das ist durch und durch politisch. Seine Videos sind durch und durch politisch. Auch sein Vortrag heute Abend, für den er kein Honorar nimmt, ist auch durch und durch politisch und das macht er als Parteiloser, auch wenn ich natürlich daran arbeite, dass er in die Partei kommt, aber er ist noch kein Parteimitglied. Also herzlichen Dank auch dafür und das schon seit 2007. Die nächste Folie bitte. Ein paar Punkte aus dem Buch würde ich gerne rausgreifen. Ich habe ja schon erwähnt, ganz toll ist die Darstellung der rechtlichen, ja, der Rechtsbrüche von Frau Merkel bei der Zuwanderung, aber auch bei der Euro-Rettung. Und ja, du deutest auch schon an, das, was ich auch immer wieder andeute und was uns im Bundestag tatsächlich in der nächsten Legislatur beschäftigen wird. Es ist ja leider noch nicht zu Ende. 2 Billionen sind bereits verfrühstückt für diesen Wahnsinn des Euro. Wir sagen nicht umsonst raus aus dem Euro. Ich verteidige das auch. Es muss sein, auch wenn das in der AfD intern manchmal ein bisschen umstritten war. Aber es ist gar nicht so umstritten. Sie haben es zu 80% bei der Programmerstellung geteilt. Also auch dafür danke. Und, aber es ist nicht zu Ende. Herr Juncker, vorgestern, Sie haben es mitbekommen, hat eine Grundsatzrede gehalten und er war nicht betrunken. Er hat das angemeint. Er hat das angemeint. Ja? Er war nüchtern, er war stocknüchtern in dieser Phase. Der meint das ganz. Er sprach von Euro für alle. Leute, es gibt mindestens 4 oder 5 Länder, die haben den Euro explizit bereits abgelehnt. Schweden will seine Krone behalten. Polen will seinen Zloty behalten. Tschechien will die Krone behalten. Ungarn will den Korinth behalten. Und Dänemark hat sich schon vor Jahren seine Ausbildungen überhaupt nicht als den Euro aufzunehmen. Das juckt Herrn Juncker nicht. Er sagt trotzdem, die müssen alle den Euro, der Euro ist dafür bestimmt, Zitat Juncker, die Währung für ganz Europa zu machen. Er meint E-Europa. Man muss wirklich ganz konsequent trennen zwischen Europa mit kleinem U und E-Europa mit großem U. Also ganz übel, es ist undemokratisch, es ist auch ein Rechtsbruch, da habe ich jetzt keine Zeit, auch dieses Thema nochmal auszureden, aber der Weg in die Vereinigten Staaten von Europa, und er hat es ja ganz klar und offen ausgesprochen vorgestern, ist ein illegaler, das ist oberste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben das schriftlich, es gibt keinen Weg, seit 2009 ist das klar, Lissabon-Urteil des Verfassungsgerichts, dass wir noch weitergehen, irgendwelche weitere Kompetenzen abgeben, ohne Referendum. Das hat das Verfassungsgericht genauso gesagt. Haben Sie ein Referendum erlebt seitdem? Hat Herr Juncker irgendwas vom Referendum gesagt? Nein. Wir wollen das nicht, wir bekommen es trotzdem. Das ist Politik in Berlin und Brüssel und das muss aufhören. Leider ist nicht die Zeit, das alles zu belegen. Aber glauben Sie nicht, dass Hilfe von der Bundesbank kommt, dass es vom Bundes
zur Verfassungsgericht kommt, das ist von den Altparteien, von denen gar nicht. Die überholen Herr Juncker noch, die wollen ja noch mehr, noch schneller in Europa und den totalen Euro und die totalen Vereinigten Staaten von Europa. Von Frau Merkel und der Regierung kommt sowieso keine Hilfe. Es ist ein multiples Organversagen aller staatlichen Institutionen. Und erst wir im Bundestag werden endlich wieder eine Opposition sein, die zwar nicht sofort durchsetzen können, aber medialen Druck aufbauen, auch über diese Bühne im Reichstag, dass dieser Wahnsinn wenigstens mal thematisiert wird. In einer Mediendemokratie ist Thematisierung schon viel wert, um noch größeren Wahnsinn zu verhindern. Wir haben Recht auf Marktwirtschaft, Quelle unseres Wohlstands, die EZB macht genau das Gegenteil, eine Planwirtschaft. Wir haben Recht auf gutes, stabiles, nationales Geld. Wir haben ein Recht auf eine souveräne Nation, auf Souveränität, auf nationale Einheit, nicht auf europäische Einheit, auf Recht auf Freiheit. Also machen Sie uns stark am 24.09., das ist ganz wichtig, damit dieses multiple Organversagen aufhört für die Familien, für die Infrastruktur, für unsere Kinder. Und letzten Endes sogar für ein lebenswertes Abendland. Und dieses ganze Repertoire, ich habe jetzt viel darüber hingerissen, ich bin sicher, du nimmst dir die Zeit, Thorsten, um vieles da im Detail zu bringen jetzt. Du hast ein riesiges Repertoire und wir haben dir ja im Lutherjahr das Luther-Motto vorgegeben, du darfst über alles sprechen. Luther sagte aber nicht über 40 Minuten, wir stehen dir 50 bis 60 zu und dann machen wir noch eine Fragerunde. Also Sie kriegen wirklich genügend Möglichkeiten, dann auch noch uns beide zu löchern. Also herzlichen Dank für Ihr Kommen. Hören Sie jetzt den Silberjung, den Hammer aus Hamm, Thorsten Schulte.